Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, ich schaue noch mal kurz nach, aber ich glaube, in der letzten Folge hatten wir, ups, warum geht das so schnell? Hatten wir die Fischstäbchen schon alle gemacht, die wir machen konnten? Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Oh nee, ach, jetzt habe ich schon wieder. Okay, zwei konnten wir noch machen. Dann hatten wir noch was. Das müssten wir dann über einen Herd machen. Da wollte ich nämlich zusätzlich noch mal eben nachschauen, aber das habe ich tatsächlich nicht. Na gut. Ich schaue noch mal eben. Nee, Glaskugel. Die muss ich dann hier machen. Da brauche ich Rot, Papier. Gut, Papier habe ich noch. Und Kupferessenz für. Ach nee, genau, dafür wollte ich die Kupferessenz haben. Und, na gut, das dauert 10 Stunden. Schauen wir erstmal, ob wir. Sind die natürlich noch nicht wach? Hoppala. Ob wir. Muss ich hier was gießen? Ja, natürlich. Ob wir diesen Goldlauch eventuell bei der einen bekommen. Alternative wäre vielleicht noch, dass wir den bei Shelby bekommen könnten. Also da müsste ich wirklich gucken. Ach ja, die brauchen ja auch Wasser. Die müssen wir auch mal eben gießen. Und dann ist bestimmt wieder eins zu wenig jetzt drin. Das ist doof, dass ich das Teil von oben nicht einfach nach, also den Brunnen nicht einfach nach hier unten stellen kann. Oder hier irgendwie einen neuen hinbauen kann von mir aus. Die sind auch noch nicht fertig. Die brauchen noch 6 Stunden. Ja, ich habe die ziemlich spät, muss ich sagen, erst gemacht. Oh, aber der Maulbeerbaum ist fertig. Das ist gut. Sag mir bitte, dass der nur das Blatt hat. Besser wäre natürlich zwei. Eins natürlich nur. Aber das ist super. Dann können wir nämlich wieder was Wolle herstellen. Ne, der hat schon ein Blatt, so wie es aussieht. So, genau. Dann dürfen die jetzt erstmal Wolle herstellen. Nicht Wolle, Seide meine ich natürlich. Sehr schön. Und angeln können wir gleich auch wieder, habe ich gerade gesehen. Aber erstmal Kitty begrüßen. Guten Morgen, liebe Kitty. Ich muss unbedingt mal so ein bisschen hier von den ganzen Leuten zeichnen, habe ich so das Gefühl. Das ist einfach nur genial. Den können wir mitnehmen. Da können wir noch ein bisschen was ausbuddeln. Wäre natürlich geil, wenn wir jetzt das Rezept kriegen würden, was wir jetzt gerade brauchen würden. Brauchen würden vor allen Dingen. Was wir gerade brauchen. Ich habe schon wieder vergessen. Roastbeef, glaube ich, war es. Ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher. Oh, hier unten ist noch was. Aber wir bekommen im Moment nur Geld raus. Was natürlich auch gut ist. Hier oben ist nochmal ein großer Fisch, sehe ich gerade. Den nehmen wir noch kurz mit. Und wenn ich dann unten gleich meine Angeltour mache, dann ja, seid ihr natürlich nicht mit dabei. Wobei, ich bin gerade am Überlegen. Wir brauchen ja eigentlich noch viel Holz. Wir haben jetzt wieder 2700. Wir brauchen im Moment noch nicht unbedingt wieder neues Geld. Also wenn wir jetzt neue Tiere holen würden, dann bräuchte ich auf jeden Fall neues Geld. Hier ist nichts. Ist eigentlich da hinten am Spa irgendwas? Nee, ne? Bin ich jetzt so lange nicht mal rübergelaufen. Aber das sind ja eigentlich immer die gleichen Sachen, die man dann hat. So, hier war auch nichts. Aber da ist jetzt schon wieder ein großer Fisch drin. Dass sich das immer verändert, wenn man woanders reingeht. Na? Wahrscheinlich erst der Kleine, oder? Ja, es war so klar. Es war so klar. So, dann haben wir aber zumindest schon mal wieder eine kleine Grundlage. Oh, euer Ernst, euer Ernst, euer Ernst. Ich wollte eigentlich sagen, zumindest schon mal wieder eine kleine Grundlage, dass man nicht komplett ohne Geld dasteht, weil man kann dann immer noch was Fischstäbchen verkaufen, beziehungsweise machen und verkaufen. Aber nein,
Die wollen, dass ich weiter angel. Oh, quick! Das wollen die nur, damit ich die kleinen Fische angel, die ich ja gar nicht haben möchte. So. Neun Uhr. Ich bin mir nicht sicher. Ich mache erstmal meine Tiere. Das dauert ja noch eine Weile hier. Die müssen ja alle gefüttert werden und die müssen gekuschelt werden und was sich komisch anhört für einen Huhn, aber die macht das schon gut hier. So, du bist dran. Nee, du bist nicht dran. Das war das Ei. Und einmal kuscheln. So, das. Du kommst gerade so auf mich zugeschossen. Du willst gekuschelt und gefüttert werden. Das sehe ich doch. So. Dann haben wir das Schwarze. Nee, das Weiße hatte ich noch nicht, oder? Doch, das Weiße hatte ich auch. Okay. Dann haben wir doch alle. Ich war mir jetzt nicht hundertprozentig sicher gerade. Okay. Wie sie hier alle auf einmal angestürmt kommen und da raus wollen. Ja, Milch habe ich auf jeden Fall genug, dank dir. Da reicht tatsächlich eine Kuh, würde ich sagen. Es sei denn, man will jetzt hier in die Massenproduktion gehen mit Milch. Also dann bräuchte man vielleicht etwas mehr. Aber ein Schaf müsste ich auf jeden Fall noch haben. Also damit ich definitiv mehr Wolle bekomme, finde ich, ist es noch wichtig, da noch ein neues Schaf zu machen. Ich glaube, das hatte ich ja schon mal in einer letzten Folge gesagt, ich glaube, dass diese ungefähr alle 3 Tage Wolle abgeben. Im Gegensatz dazu, die Milch, die kann man halt eben täglich holen. Deswegen. Ein Schwein möchte ich nicht unbedingt haben, weil das Problem ist halt. Ja gut, ich weiß nicht, ob ein Schwein Dung hergibt eventuell. Aber das müsste eine Kuh dann auch machen, ne, wenn ich so drüber nachdenke. Ich denke mal, die Schweine kann man tatsächlich nur holen, damit man sie züchten und schlachten bzw. verkaufen kann. Und das finde ich persönlich halt einfach zu schade. Ne, da unten ist, glaube ich, nichts. Ich habe schon lange kein Unkraut mehr gesehen. Also mal hier eins. Hier ist schon wieder nichts mehr. Da ist jetzt nur noch ein Pilz hier oben. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, ich schau mal eben kurz was nach. 14 habe ich und 41 Bretter. Ich brauche 40. Ja, das dauert auf jeden Fall noch einige Tage. Das Gebräu. Ach so, genau. Was braucht man jetzt dafür? Was habe ich aufgeschrieben? Goldlauch. Gut, dass ich da nochmal reingeguckt habe. Och, nee. Wollt ihr mich veräppeln? Jetzt bin ich aber noch nicht mal weg gewesen. Ja, gut, ich war im Stall. Zählt das auch als Wechsel? Scheint so, ne? Ich meine, ist schon nicht schlecht, wenn wir da noch ein bisschen was an Vorrat haben, weil wir ja direkt auch wieder 2000 ausgeben, sobald, aua, sobald wir hier was machen. Hi, Wesley. Zephyr gave me some roots she found in the mines to make into tea. She said it's a goblin favorite, but it's not really to my taste. Ist doch nicht schlimm, ist doch nicht schlimm. Ich würde dir gerne ein... Habe ich noch? Nee, ich habe, glaube ich, gar keinen Wein, ne? Nee, ich habe keinen Wein. Schade. Schade, schade. Jetzt hätte ich ihm jetzt nochmal Wein gegeben. Sie ist gar nicht... Nein, willst du mich veräppeln? Montag und Dienstag geschlossen. Ist das euer Ernst? Jetzt, wo ich so eine Aufgabe bekomme, hat die montags und dienstags geschlossen? Er auch gerade. Ey, das ist wirklich nicht euer Ernst. Ich meine, ich kann zwar mit denen reden, aber ich muss ja einkaufen. You have the sweetest green eyes, Witchling. But don't get the wrong idea. I don't dally with humans like that. Anymore. Sag mir jetzt bloß, man kann mit ihr auch anbandeln, oder was?
Aber ich habe meine Wahl schon getroffen. Ah, 5 centuries worth of life. And I'm still happier surrounded by my fellow creatures. Ja, das macht mich jetzt gerade sehr depressiv. Ja, depressiv nicht, aber sehr traurig auf jeden Fall. Ach so, bevor ich hier die eine unterschlage. Die auch wieder keine Lust hat zu arbeiten. Okay. Das Problem ist, wenn die nicht arbeitet, dann finde ich die auch nie. Also da kann ich machen, was ich will. Die ist dann immer weg. Also da kann ich gucken, wo ich will. Ich finde sie nicht. So, Thomas hat keine neue Quest. Ist gar nicht da. Okay. Wir haben Montag. Noch kann ich Futter kaufen. Mache ich aber noch nicht. Thomas doesn't stop by the clinic often. It's always a pleasant chat when we run into each other here. Ach, und wenn er öfters kommen würde, dann wäre es nicht so schön, oder wie? Hallo? Den hätte ich mir ja gewünscht eigentlich als Ehepartner. Eine Perle. Hab mir dann aber gedacht, okay, der ist eigentlich ja zu alt und der hat eher sowas Väterliches an sich, finde ich. Und dann... Das war jetzt ein schöner Übergang. Und dann schnappe ich mir den lieber so als Ersatzpapa sozusagen. Ach so, ja, wir sind ja... Ach, mit dir muss ich ja gar nicht mehr reden. Was mache ich denn? Ja, dann würde ich sagen, ich angel jetzt noch mal eine Runde hier unten, wenn ich noch was finde. Und schalte euch gleich wieder hinzu, wenn ich damit fertig bin. Bis gleich. I was a difficult teen for my mama. But we could always speak to each other through food. Maybe I should learn guitar to speak to Juliet the same way. Natalia gives me mad weird looks whenever we pass each other. Like, is she going to eat me or is she scared of me? Looking for pearls, Francis? Not today. I'm looking for coconuts to make some tembleque. It's like flan, but with more coconut milk and cinnamon. If you get the consistency just right, it's so good. Ja, du kannst mir gerne dafür das Rezept geben, beziehungsweise vielleicht habe ich das ja auch schon. Ich weiß es nicht. So, dann schauen wir mal. Sehr gut. Mehl kann ich neues kaufen. Oh, kids grow so fast. Feels like yesterday I was grabbing mayonnaise to clean crayon off the wall or get gum out of Emmy's hair. Why am I just now learning mayonnaise can do all that? Oh, Tara. Mayo and vinegar will clean just about anything. And wait until you see what happens when you mix them with pepper and scallions. One of the best dressings you'll ever taste. So, dann nehmen wir Mehl. Ich weiß nicht, wie viel wir holen. Ich sage jetzt mal, es ist schon krass, ich weiß. Aber ich sage jetzt mal 21. Dann können wir nämlich jetzt noch eine Runde machen und haben noch genug fürs nächste Mal. My parents called the other day and asked if I wanted to sell the bar. They said it'd be good to travel, but I'm not sure where I'd even go. Wobei ich sie schon gesehen habe. Also sie arbeitet heute nicht. Cameron just invited me to the center. I swear he tries every other week like I'll suddenly change my mind. I hate how much it reminds me of my parents. Okay, was allerdings schade ist, dass Bruno nicht da ist, weil mir gehen so langsam die Köder aus, ehrlich gesagt. Schauen wir hier nochmal eben nach. Ah ja, hier ist wieder leer, ist wieder Sonntag vorbei. Dann würde ich sagen, Mondblumen... Ja, doch, davon habe ich am meisten. I miss you, Grandma. Ja, ich finde es echt schade, dass jetzt nichts mehr kommt. Natalia still calls me Messenger Cameron. I'm not sure how to tell her that it's okay to drop the title. I don't really deserve the formality. Naja, was heißt verdienen? Also streng genommen verdient keiner in dem Sinne einen Titel. Weil Titel sind einfach nur albern. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, gut, wenn einer natürlich Schreinermeister ist oder sowas, ist es nicht albern. Aber sowas wie
Brote oder was weiß ich was, das hört sich so... Next time Kai comes in here to borrow my clear coat for a board paint job, I've got to make sure I remind him to use it in a well-ventilated space only. Love that guy. Swear I do. But I don't think he can afford to get any more flighty. Mhm. Okay, hier haben wir direkt schon mal was, was wir einsammeln können. Sehr schön. Wenn schon bei uns nichts ist, dann wenigstens etwas im Wald. So, da haben wir kleine Fische. Große Haie, kleine Fische, oder wie war das nochmal mit dem Film? Okay, es tut mir wirklich leid, aber ich muss dann doch noch einmal angeln. Oh, der hat mir gerade einen großen Fisch rausgeholt da hinten. Bruno, so geht das aber nicht. Und ich muss mich hier mit diesen kleinen Fischen abrackern. Shelby, bist du eigentlich da? Ja. Aber mit dem sind wir doch auch schon... Nee, wir sind noch lange nicht auf Max. Ups. It's good you young people are partnering up. Love is a powerful magic. Despite how dangerous it can be. Ja. Wenn man an einen Stalker oder ähnliches gerät oder... sonst irgendwie an einen Psychopathen, dann kann ich das noch nachvollziehen. Aber, ja, oder halt wirklich so diese Eifersuchtsdramen, sage ich jetzt mal. Wobei ich jetzt tatsächlich an übertriebene Eifersuchtsdramen denke. Genau, Eifersuchtsdramen. Hier ist nichts mehr, ja. Dann würde ich sagen, ich gucke jetzt nochmal eben, ich muss auch nochmal gucken, dass ich so einen Schnelligkeitsschub nochmal herstelle. Ich weiß nämlich nicht, ob ich davon noch welche auf Lager habe. Theoretischerweise schon, praktischerweise bin ich mir nicht sicher. I feel like I'm the only person in town who wants to leave the island. Fairhaven is just not enough. I want to experience the real world. Ja, das habe ich als Kind auch immer gedacht. I'm gonna need to get a second piggy bank. All my savings don't fit in my first one anymore. Ich kann mich nur wiederholen. Gib mir einfach die Sachen. Moment, ihr bleibt noch hier, oder? Stop by Town Hall anytime if you're looking for volunteer opportunities. We could always use another pair of hands. Ja, diese Reklame kenne ich. Moment, mit ihm habe ich noch nicht gesprochen. I hope Mommy remembers to bring Peppermint home from the store. She said it's a natural way to keep spiders away. And I want them far away. Spiders give me the heebie-jeebies. Aber ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal gehört. Aber Pfefferminze gegen Spinnen, ich hab's noch nie gehört. Our community is full of caring and clever people. That's why they voted for me. That's a little mayor humor. Mhm, dass das Humor sein soll, das hat man schnell festgestellt. Beim Bäcker brauchen wir auch nicht vorbeizuschauen. Es sei denn, dass da gerade... Nee, ist gerade niemand drin. Ich dachte, jetzt kommt wieder irgend so eine Sequenz oder so vielleicht. Sie ist auch allein. Oh, thanks so much for melting down the last of my ore for me. Don't know when I'm gonna get the chance to get more. Oh, Francis, you worry too much. By the time you're done using these ingots, I'm sure you'll be able to get more ore. I can't help it. Worrying is my default state. Ja, es ist schwer, Sorgen zu vergessen. Lass es mich wissen, wenn du mal spazieren gehen möchtest. Sich Sorgen machen kostet nur Energie. Hey, if you ever want to take a walk on the beach and just blow off some steam, let me know. Wow, thanks. I might take you up on that sometime. I've always been a worrier, I guess, but it got worse before I left home. Did something happen? I don't really want to get into it. I just left some things unresolved is all. And I don't know when or if I'm ever going to go back to settle them. Oh, da brauchen wir jetzt auch nur noch ein Herzchen. Sehr schön. Können wir mit dir jetzt nochmal zusätzlich reden? Nee, das ist jetzt dunkel. Okay. Aber mit dir können wir noch reden. It's dumb, but I can't help thinking my future husband's gonna walk through that door someday. Wouldn't that be a dream?
Also irgendwann werde ich es nochmal lernen, weil wir sind ja schon beste Freunde. Wir brauchen ja gar nicht mehr miteinander zu reden. Das hört sich jetzt komisch an, aber egal. Jetzt bin ich am Überlegen. Moment, können wir hier noch irgendwas machen? Ich weiß nicht, wie lang die... Oh ja. Wir haben aber jetzt kein Blättchen mehr. Nee. Und die brauchen noch 3 Tage. Das heißt, ich werde jetzt hier noch einmal Stoff machen. Oder auch nicht, weil das ist ja Seide, ich Idiot. So, stellen wir 2-mal Seide her. Jetzt ist die Frage. Ja, perfekt. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Das wird jetzt das größere Problem werden. Und ich würde jetzt eigentlich mal spontan sagen, damit das nicht zu lange dauert, schneide ich euch mal raus, bis wir sie gefunden haben. Ich hoffe, dass wir sie jetzt hier im Wald finden, weil das wäre jetzt das Einfachste. Da schaue ich jetzt nochmal eben kurz mit euch nach. Wenn sie nicht hier ist, dann ja, schneide ich es wirklich raus, weil dann könnte sie ja theoretisch überall sein. Aber ja, aber sie ist hier. Perfekt. Have you got my silk then? Here it is. Homegrown mulberry silk. Oh, fantastic. And I appreciate you letting our worm friends take the time to hatch from their cocoons on their own. Fancy joining me for the first flight? Sure. See, the balloon is set to pop at just the right altitude. Then the parachute brings it safely back down so we can read all the data. Neat. If this launch is a success, I might give it a go in that strange forest past Parker's workshop. Reckon there's plenty to see over there. Thanks for your help, Tara. I know I'm new here, and it was right decent of you. Wir haben einen Kupferbarren bekommen. Das ist schön, aber wir können auch mit dir reden, oder? I was all set to set up a drop sond over in the woods, but Shelby appeared and kicked up quite a fuss. He said the popped balloons might land in the pond and hurt the fish. I tried telling him that I always fetch the balloons, but he'd already shooed me halfway down the bath before I could explain. Das klingt nach Shelby, aber das ist auch gut, dass er das gemacht hat. In der Hoffnung, dass sie, aber was ich nicht glaube, weil, ne? Wissenschaftler, die verfolgen ja immer ihr Ziel. Also nicht nur Wissenschaftler, aber war ich heute Morgen eigentlich schon im Wald? Doch, ich war im Wald, ne? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich wann gemacht habe. Es geht schon wieder los, es geht schon wieder los. So, dann habe ich jetzt noch... habe ich jetzt noch meinen Dumm hier rauszuholen. Und nicht mehr allzu viel, was ich reintun kann. Weil, wie gesagt, wir finden ja fast nichts mehr. Gerade jetzt, wo wir so eine Riesenaufgabe haben und so unheimlich viel dafür brauchen und fast die Hälfte erst haben, finden wir jetzt hier nichts mehr. Das ist richtig, richtig mies, bin ich ganz ehrlich. So, bevor wir jetzt aber wieder woanders hinlaufen, machen wir uns noch mal eben schnell ein paar Fischstäbchen. Ich ignoriere jetzt auch geflissentlich, dass da oben jetzt wieder ein großer Fisch drin ist. Also 1300 bekommen wir wieder. Das ist schön. Das ist sehr, sehr geil. Ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt hier nochmal so ein bisschen Holz abhacke, damit wir da unseren Vorrat auch nochmal so ein bisschen vergrößern können. Und ich bin gerade am Überlegen, können wir jetzt... Ach so, doch, wir können... Ach nee, wir können den Trank nicht machen. Ah, weil wir das ja jetzt nicht gucken konnten, ob wir das besorgen konnten. Das ist doof, aber dann wäre es mir ganz lieb... Wenn ich nochmal einen Glaskugeltrank machen könnte in der Zeit. So, das heißt, wir haben jetzt hiervon haben wir noch alles, ne? Genau, da fehlt uns jetzt nur noch der Stoff. Der ist auch durch. Da würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal einen neuen. Dann haben wir nochmal was im Petto. Und Temposchub, da brauche ich wieder Papier für. Gut, wir haben ja jetzt Holz gesammelt. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Hier. Machen wir direkt 2.
Achso, nee, ich wollte gerade sagen, hä? Aber das heißt ja nur, dass die Blätter da drin sind. Ich vertue mich da irgendwie jedes Mal mit. Ich weiß auch nicht, warum. So, Temposchub. Haben wir noch drei drin? Ja, gut. Aber wir stellen, würde ich sagen, trotzdem nochmal zwei her. So, kleine Dinge anziehen, Zeit anhalten. Ich denke mal, das wird später noch wichtig werden, aber... 10 Stunden. Ja, am nächsten Morgen werde ich das wohl raus... Ja, werde ich das definitiv rausholen können. Ich schaffe es nicht mehr, hier groß drauf zu hauen. Dementsprechend gucke ich, dass ich mir mal zwei kleine Bäumchen hier suche. Gibt es hier noch ein kleines? Was ich irgendwo... Da ist noch eins. Mache ich zwar immer nur sehr ungerne, aber man bekommt immerhin 3 Holz und man braucht halt nicht so viel. Gut, und die Magie sollte ich demnächst dann auch nochmal auffüllen. Ja, bleibt mir aber jetzt eigentlich nichts weiter zu tun, da wir jetzt keine richtige Aufgabe haben und ja auch nicht gucken können. Und das Problem ist, morgen können wir wieder nicht gucken. Würde ich sagen, dass wir dann erstmal ins Bettchen gehen und dann zumindest am nächsten Tag nochmal die Fischstäbchen verkaufen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. So tired. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.